So, moin ihr wilden Hühner, es wird wieder Zeit, ein bisschen auf dem alten Pott rumzukloppen, denn es ist schon 10 nach 11 und da sind wir heute ein bisschen, haben wir heute ein bisschen länger geschlafen, ne? So, in der letzten Folge haben wir ja den LKW erfolgreich umgekippt und das gab tatsächlich ein Achievement. Und vielen Dank für die vielen, vielen Tipps, ja, wie ich hier etwas spielen soll und machen soll und kann und tue und so weiter und so fort. Werde ich natürlich alles ignorieren, berücksichtigen, selbstverständlich. So, einer hat auch geschrieben, er hat einfach alles weggekloppt von oben nach unten und dann hat er einmal draufgehauen. Ist richtig, kann man machen. Habe ich auch schon oft gemacht. Aber Leute, wir müssen jetzt erstmal sehen, wie wir hier weitermachen. Es nützt ja alles nichts, ne? Es nützt doch alles nichts. Wir müssen mal gucken, wie das Ganze hier heute funktioniert. So, ich glaube, die könnten wir jetzt rausnehmen, ne? Können wir noch nicht. Ach nee, die können wir noch gar nicht rausnehmen. Nee, natürlich nicht. Weil ja der ganze Käse hier noch dran hängt. Nee, ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal hoch und fangen da mal an, alles wegzukloppen. Warte mal, die könnten wir doch... Nee, können wir auch noch nicht. Oh, hier sieht es ja aus wie bei den Hempels unterm Sofa. Ja, stimmt, wir hatten uns ja hier durchgesprengt, um zu gucken, was es hier alles Tolles gibt. Und habe mir dabei gleich alle Brücken weggehauen hier, ne? Ich bin ja ein Cleverchen. Ich bin ja ein cleverer Fuchs. Ich würde sagen, ich würde mal da hochgehen nochmal. So, upsie. So geht das bei uns hier. Ach Leute, ist das toll. Pass mal auf. Wir flexen mal hier ein bisschen rum. Und hier kann ich tatsächlich nichts abkloppen oder sowas. Also die muss ich flexen, ob ich will oder nicht. Glaube ich zumindest, ne? War doch so. Ich glaube, da habe ich gar keine andere Möglichkeit. Also muss ich hier gelangweilt umherflexen. Ach, ist das schön. So. Zack und weg den Mist. Ich sag's euch. Tja, jemand hat auch geschrieben, es gibt Mods für das Spiel, aber ich habe jetzt keine gefunden, nirgendwo. Auch, es gibt auch keinen Steam-Workshop für dieses Spiel. Wenn ihr das habt, ihr könnt ruhig die Links reinposten. Ne? Ihr werdet davon YouTube nicht gesperrt oder irgendwie sowas. Ne? Das ist alles ganz legitim, weil die Beschreibung unter meinem Video, die ist ja auch voll mit Links. Von daher alles gut, alles Knorke. Immer reinbuttern das Zeug. Natürlich nichts Illegales oder sowas. Ne? Das ist klar, dann wären die ein bisschen sauer. Das ist ganz normal, aber ein Steam Workshop ist ja offiziell und legitim und alles schick. Ne? Weil ich hatte die Frage gestellt, ob man hier irgendwie eine Prozentanzeige bekommen kann, wenn man hier das Schiff so langsam auseinanderruppelt. Ja. Aber wie gesagt, aktuell habe ich da nichts gefunden. Ja, und deswegen müssen wir hier alles weiter machen. Schön in Handarbeit hier alles ganz gemütlich. Klar, ich hätte mir auch gerne eine Panzerfaust gewünscht als Mod oder so. Ne? Das hätte ich aber schon längst. Wären wir schon längst fertig hier. Oder C4. So richtige fette Ladung. Bist du einfach links und rechts vom Schiff angebracht. In einer ganzen Reihe und dann einen Knopf drücken und bumm. Aber leider möchte das Spiel das nicht haben. So, sammeln wir mal den ganzen Bums mal weg hier. Bam, 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 bam. So, und ich hatte ja auch in der letzten Folge schon die Sortiermaschine etwas leiser gestellt da drüben, ne? Habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Oder dann in dem Fall besser nicht gehört, ne? So. So, wie schaut es denn hier aus? Ach, hier liegt ja auch noch Zeug rum. Liegt überall irgendwas rum. Das ist ja furchtbar mit mir. Ich bin so ein unordentlicher Mensch. Zack und tschüss. So, wir hämmern das doch gleich mal weg hier, oder? Könnten wir schon tun. Machen wir auch. Hätten wir nichts. Komm mal weg, den Bums. Uhu. Und tschüss. Seht ihr, und das meine ich hier, die fallen halt nicht mit ab. Die hängen halt dran, die sind fest. Die kleinen Teufel. Sehe ich auch noch. Und dann schauen wir mal, ob wir dieses Ding da wegkriegen. Kann ich eigentlich auch, während ich am Seil hänge, irgendwas tun? Wisst ihr, was ich meine? Rumflexen, rumhämmern, müsste man mal probieren, ne?
Aber ich werde das wieder vergessen, bestimmt. Ich kenne mich. Und bei mir das große Schild hängt, bitte dran denken, da vergesse ich das hundertprozentig. Ne? Das ist einfach so. Ich bin so ein Typ. Und ich werde einfach zu alt für die Scheiße. Wunderbar. So, dann werden wir hier nochmal eine Station nach unten müssen. Das ist doch auch schon durch hier, oder? Was ist denn das hier eigentlich? Wo hängt denn das noch fest? Ach, hier unten. Ja, unten. Ah, okay. Ich schau mal, ich flex mal die beiden Teile weg und die Tür müsste ja dann runterknallen, ne? Irgendwie. So, selbstständig. Was bist denn du hier eigentlich für ein aggressives Teil? So, den noch? Buba, 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 buba. Ja. Das hat ja funktioniert, wahrscheinlich wegen dem Teil da unten, ne? Das wäre ja eine miese Geschichte. Ja, natürlich ist das so. Aber wir dürfen wieder löten. Endlich kann ich wieder löten. Das wurde ja auch Zeit. Ja, Lötlampe würde ich gern updaten, aber leider ist die viel zu teuer. Weil irgendwann werden wir mal wirklich auf Aufträge verzichten müssen, damit wir wirklich die Sachen haben, um auch Dinge abzugraden. Aber ich denke mir, wenn das vom Spiel so gewollt ist, dass man das auch mal verzichtet, das ist ja auch doof, ne? Ihr habt ja selber gesehen, wie teuer der ganze Upgrade-Scheiß ist hier. Das ist ja irre. Da haben sie sich im ersten Teil vom Spiel noch aufgeregt drüber. Das ist so billig, alles so billig und es ist gleich vorbei und bla bla. Ja, und das hat man jetzt davon, ne? Jetzt sagt sich der Entwickler, okay, ihr habt es so gewollt. So, gehen wir weg hier. Upsi. So, da haben wir gleich hier drüben weiter. Jans gechillt hier schön die Nieten rausgeprügelt, Leute. Damni-damni-dam. Ja, es gab auch einen Kommentar, dass jemand noch nie so viel Unkoordiniertes gesehen hat wie bei mir. Ja, das ist richtig. Das ist alles so beabsichtigt, ne? Ich beherrsche das Chaos. Ja, man spielt ja auch, ne, um Spaß zu haben und nicht hier eine Wissenschaft draus zu machen, ne? So sehe ich das jedenfalls, also. Weißt du, ich habe in der Arbeit genug Stress mit dem im wahren Leben. Da kann man doch hier einfach mal ein bisschen Blödsinn machen, weißt du? Einfach mal ganz geduldig und geschmeidig hier alles auseinanderhämmern. Ohne Stress und ohne Zwang. So. Aber ich weiß, was ihr meint. Ja, ja, ist schon richtig, aber... Ich krieg das irgendwie hin, Leute. Ich kriege es irgendwie hin. So, haben wir jetzt hier noch... Ach, da unten ist noch einer. So, da drüben kommen wir überall nicht ran. Das ist von der anderen Seite. Okidoki. Oh, hier ist ja auch noch was. Oder ja? Na, da kannst du ja ganz entspannt nochmal ein Käffchen trinken nebenbei hier. Oder eine Rauch. Ja, ich glaube 170 Kilo Flüssigkeiten kostet das nächste Update von dem Ding hier. Das ist schon ein bisschen unreal, oder? So 170 Kilo Flüssigkeiten, also das ist ja... Warum? Werden dann hier Dinge eingeschmolzen und chemisch hergestellt? Finde ich ein bisschen mysteriös, muss ich ehrlich gestehen. So, das müsste ja alles automatisch mitkommen. Irgendwann. So, hier war soweit alles klar, ne? Da werde ich... Oben ist noch einer. Ich hau den hier mal durch. Damit ich meinen dicken Bauch hier durchwuchten kann. Komm her. Schlumpi. Ist da noch nicht durch, der Dicke? Ist ja furchtbar. Danke fürs Speichern, Spiel. Danke, danke. Oh. Dieses kleine Ding war es, ja? Alles klar.
Dann weißt du Bescheid. So, dann hämmern wir hier einfach weiter. Wie die Gestörten. So. Kriegen das schon hin. Leute, wir kriegen das schon hin. Ich trage zu viel. Na, da kann ich Abhilfe schaffen, definitiv. Was ist mit dir? Achso, du hängst da oben noch. Du hängst hier noch ab. Merci beaucoup. Ding, ding, ding. So. In Fortgetümmel. Das mache ich nur, damit ich jetzt da durchkomme. Ja, so. Oh, hier haben wir das nächste Teil. Juhu. Schön durch. Komm, komm, komm. Schön glühen, mein Freund. Schön glühen. Weil die müssen wir durchmachen hier. Das geht gar nicht anders, ne? Da kannst du gar nicht vermeiden. Die fallen, glaube ich, nicht von allein ab. Schlololong. So. Was haben wir denn hier rumliegen? Welch Ferkelei? Welch kleine Ferkelei? So. Wieder ein Schneidi-Schneidi. Machen wir gleich, machen wir gleich, machen wir gleich. Moment, Moment. So. Da hätte ich auch ein Zippo nehmen können, ehrlich. So. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, wir spielen gerade Ark Survival Ascended. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Sehr, sehr cool. Sehr aufregend, sehr spannend. Und mit jeder Menge Viecher. Oh, da ist doch glatt was abgefallen. Das holen wir uns doch direkt weg. Oder? Na, was liegt denn hier rum? Ja. Komm her, das nehmen wir gleich mit. Hallo. Slom. Sehr gut, Leute. So ist das gut. Komm, holt es ab. An, Mann. So ist es. Einfach nehmen. Oh, und Feierabend machen. Weißt du, dann nehmen wir das auch schon mal weg hier. Wir einmal rumäugeln. Mit dem Hämmerchen. Schön da drauf rumkloppen. So, nee, noch nicht runterdrücken. Bitte noch nicht runterdrücken. Wollte nur die kleinen Teile haben, aber die will er mir noch nicht gönnen. Dann ist das so. So. Alle Viere. Na, na, na. Ich darf es ja... Doch, das durfte ich nehmen. Okay. So. Da gibt es wieder ein bisschen Metalli. 800 Kilo. Das ist jetzt auch nicht die Menge. So. Sehen wir hier noch irgendwas? Ja, da oben. Wir prügeln einfach schon mal alles weg. Die habe ich doch, irgendwann habe ich die doch vergessen hier, oder? Bin ich normal? Ist denn das für eine stümperhafte Leistung von mir? So, das war dahinter. Wo ich überall rumkrabbel hier.
Wäre cool, wenn hier noch so ein paar Spinnenweben wären und ein paar Ratten und sowas. Das wäre lustig. Und viel mehr Flüssigkeiten. Bitte. Wird das Schiff also nur von den Nieten zusammengehalten hier? So. Das Lämpchen anmachen. Auch wie Funzel. Damit ihr auch was seht. Na? Okay. Dann nicht. Ich meine, du musst ja nicht, ne? Du musst ja nicht. Ist ja kein Zwang. So. Unten. Also wenn wir einmal hier sind, dann hauen wir doch gleich alles raus. So blöd, dass man da nicht rankommt, ne? Sehr merkwürdig. So, schon mal schön sachte durch hier. Das ist aber auch ein Schiffchen, ne? Jemand hat auch geschrieben, er hat es schon zweimal gemacht. Zweimal diesen Pott? Bist du wahnsinnig, Junge? trotzdem cool. Auf jeden Fall cool. Wenn man die Geduld aufbringt. So, hier wird schon alles schön gelb. Das ist gut. Was liegt denn auf meiner Maushand? Ach, meine Hand ist eingeschlafen. Das fühlt sich gerade ganz komisch an. Ah, sehr gut. Ah, komm, gehen wir hier durch. ...21 Milliarden Nieten halten dieses Schiff zusammen. So, hier kommen wir nicht durch, ne? Vielleicht machen wir uns da einfach einen Weg. Vielleicht können wir da durchschlüpfen. Wir kleinen Schlüpfer. So. Danke. Ja, danke, danke. Irgendwann müssen wir es ja sowieso wegräumen, wisst ihr? Irgendwann. Es nützt ja alles nichts. Ich will eigentlich nur hier durch, mir so einen kleinen Durchgang schaffen, damit ich nicht immer außen rumrennen muss. Flexi Hexi. Du, 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 du. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Es ist ja hier ein Geprügel, Leute. Komm, nehmen wir das gleich mit hier. Wenn wir einmal warm gehämmert sind, wisst ihr. Für irgendwas wird es schon gut sein. So, aha, okay. Hier dasselbe quasi nochmal in grün. Ja, ihr habt schon recht. Es ist schon sehr unkoordiniert, was ich mache. Das stimmt, das stimmt. Da habt ihr absolut recht. Nehmen wir den doch gleich mit. Der ist ja in Reichweite hier. So, haben wir denn hier... Ach hier, das ist die Stelle, genau, wo es dann reingeht ins richtige Schiff. Okay. Ist okay. Ich werde das hier einfach mal testen, dass ich jetzt hier alle Nieten einfach rausprügel. Die ich hier finde in dem Bereich. Am wichtigsten sind natürlich die unteren. Alles, was ich irgendwie erreichen kann. So. Das sieht doch schon nicht schlecht aus, oder? Sagt mal, Leute. Das müsste doch alles von alleine... Oh, boah. Spiel. Übrigens, ich habe herausgefunden, warum mein Rechner immer abgestürzt ist.
während ich gespielt habe. Das lag an einer Einstellung im BIOS, der XMP-Einstellung. Ich hatte nämlich meinen Arbeitsspeicher eigentlich auf den richtigen Takt hochgeschraubt, Wie gesagt, ich habe leider nur 3000 MHz Arbeitsspeicher. Rechner ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Und daraufhin habe ich ihn auch eingestellt auf 3000 MHz. Aber das hat irgendwas verursacht im System, was öfter mal zum Absturz geführt hat. Jo. Und nun hoffe ich natürlich inständig, dass es das auch war, weil seitdem ist er nicht mehr abgestürzt. Und mal schauen. Läuft natürlich durch die weniger Megahertz-Zahlen jetzt ein bisschen nicht so rund wie früher. Wie vor den Abstürzen. Oder während den Abstürzen. Aber lieber schlecht als gar nicht, ne? Das, denke ich, ist ja mal die Hauptsache. So. Jetzt, ich häng fest. Der Schuh ist eingeklemmt. Der Arbeitsschuh. So, dann habe ich noch hier alles, ne? Oh. Mich daran. Ja. Nehmen wir den Bums noch raus hier. Hier haben wir noch ein paar. Und ja, mal gucken, was dann übrig bleibt, wenn wir mal draufhauen später. Boden haben wir ja auch noch ein bisschen. So, hier ist soweit alles Knorke. Nösele. Da unten. Da ist schon raus, okay. Da haben wir doch hier drüben bestimmt auch noch einen Haufen, ja. Natürlich. Das ist gut, wir haben einen Verlängerungshammer. Und der überall rankommt. Ach ja, siehst du, auf der anderen Seite haben wir ja auch noch viel. Hier dahinter. Komm. Stell dich doch nicht so an, bitte. Danke. Dankeschön. Nur mal schauen, was das bringt, wenn man hier unten alles weghaut. Ach, so viele Nieten, hä? Das ist ja irre. Du siehst den Wald vor lauter Nieten nicht. War doch der Spruch. Oh. Irgendwann kannst du die Nieten aber auch nicht mehr sehen, was? So. Hüp, macht er. Ja, ich sag mal, mit dem guten Hammer hast, ne, der mit einem Schlag die ganzen Nieten rauszaubert hier, das ist natürlich wesentlich cooler, aber das ist klar. Hier auch gleich nochmal gucken, was so das nächste Hammer-Upgrade kostet. Okay, das will er mir nicht geben. Machen wir gleich mal. Aber ich nehme an, auch wieder 6 Millionen Liter Flüssigkeiten. Weil so ein Hammer besteht aus sehr vielen Flüssigkeiten. Deswegen ist er auch so geschmeidig. So. Okay. Ich gehe mal schnell rüber. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gekauft habe. Aber der braucht nur noch 2 Stufen, dann wäre er eigentlich fertig. Und ich kann mich jetzt auch gerade nicht daran erinnern, ob wir schon mal geguckt haben. Hallo, mein Freund. Namaste. Namaste. Okay, nee. Namaste, nee. Das müssen wir kaufen. Hallo. 1800. Geschwindigkeitsschaden 80, okay. Ja, du bist ja nicht ganz dicht, mein Freund. Reichweite. Ach, das ist die Reichweite, wird hier erhöht. Ach so. Und mach mal. Die Reichweite wird dadurch erhöht. Aha. Komm mal her, Johnny. Ja, bitte bestellen. Bitte bestellen. Ja, schön. Ich kann mal auch schon.
Wunderbar. Ich fliege, erstelle Seilstufe 5. Ein Achievement. Sehr gut. Na, immerhin. Wenn wir jetzt weiter fliegen als vorher. So, lass mich das mal schnell noch einsammeln. Ich trage zu viel. Ich trage doch immer zu viel. Hm? Du kommst her. So, wir hauen mal weiter eben. Wo sind wir denn stehen geblieben? Hier, ne? Irgendwie, ja. So. Oh. Dann gibt es gleich dann nochmal einen Kontrollgang, ob wir auch wirklich alle Nieten rausgeholt haben hier. Nicht schlecht aus. Hier drüben waren noch welche, ja. So. Da. Hab ich dich erwischt? Du altes Luder. Mach mal noch was hier. Warte mal, ich mach mal Lämpchen aus. Das sieht gut aus. Ich glaube, wir werden das durchtrennen müssen. Zumindest das untere. Schlumpidumpidu. Ganz sanft müssen wir das machen hier, ne? Wie ein Kätzchen kraulen. Na komm. Bemühen Sie sich bitte ein bisschen. Liebes Löti. Shalom. Nehmen wir auch noch raus. Und hier drüben, auf der Stelle hier, müssen wir gleich noch weiter Nieten durchhauen. Einfach mal wild durchprügeln. Und mal gucken, was da noch übrig bleibt. Ich hoffe nicht allzu viel. Notfalls könnte man ja mit dem Seil noch hoch. Ja. Beruhig dich. So. Das sieht erstmal nicht schlecht aus. Hier komme ich nicht durch. Da muss ich hier hinten lang. Oder hier lang. Immer weiter, Junge. Immer weiter. Kämpf, mein Freund. Kämpf. Da haben wir doch einen Haufen zu nieten. Nö, jetzt. Das ist nichts hier für korpulente Menschen, diese Röhre hier. Da würde ich aber im echten Leben mal schön Platzangst kriegen, Leute. Okay, da komme ich nicht ran. Wenn wir tatsächlich nochmal hoch müssen, eine Stufe. Mal einfach alles weggeprügelt hier. Ist irgendwie, das verändert sich in der Neigung, seht ihr das? Das ist ja furchtbar. Oh, da ist ja auch noch was. Da ist ja auch noch was. Und da hinten ist auch noch was. Ich sehe überhaupt nichts mehr hier. Nee, das ist ohne Lampe ist das irgendwie besser. Das ist für euch zwar ein bisschen pixeliger, aber für mich gerade beim Spielen besser. Oh, was haben wir denn hier oben noch? Komme ich da von hier ran? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Na. Ich glaube, jetzt sind wir sowieso schon im unteren Teil vom Schiff, ne? Ja. Ja, da brauchen wir da gar nicht hin. Boah, meine Stimme ist heute wieder ganz... erotisch. Nee, komm, da brauche ich sowieso noch nicht viel machen hier. So, dann schauen wir nochmal. Dann gehen wir nochmal eine Station höher. Jetzt komm, beweg dich. Du Hund.
Und zwar schon irgendwie dahin. Genau. Und das war das Ziel. Da haben wir soweit. Na, siehst du? Das wäre ja nur die halbe Arbeit gewesen, Leute. Okay. Wie schaut es denn hier aus? Ach, siehst du, hier haben wir auch noch was. Noch was vieles. So. Wie schaut es denn hier in dem Gang aus? Hier komme ich gar nicht durch. Okay. Naja, müsste ich mit dem Seil, aber ich glaube, das ist okay. Die sind alle locker. Ja, da hinten ist auch locker. Alles gut. Boah, so viele Nieten, ey. Aber 1800 kostet das nächste Upgrade. Also wenn wir den Auftrag mal irgendwie erfüllen sollten hier vom Oleg mit dem Alu, da kommt man der Sache schon deutlich näher. Komm her. Kleine Ding, du. So, und da sind wir schon fast durch hier oben. Gibt es noch was zum Schweißen, habe ich gerade gesehen. Ja, nehmen wir das auch noch weg hier. Wisst ihr, jetzt kommt ja sowieso das große Schiffsteil hier und das will ich ja dann extra machen. Ganz entspannt von oben nach unten. So, komme ich da ran? Auch wenn es mir nur schnützt. So, passt mal auf, da gehe ich nochmal hier durch. Was wir haben, haben wir. Schön machen, schön machen. Oh, diese kleine Lampe. Oh. Kann man die Teile, schreibt es mal bitte in die Kommentare, die Schweißnähte, kann man die auch sprengen? Oder reicht da die Kraft nicht aus? Ich habe nämlich auch keinen Sprengstoff mehr, sonst hätte ich es direkt mal ausprobiert. Nö? Bist du gerade weggekippt, oder? Oder bin ich doof? Ich bin doof. Okay, Leute. Alles gut. Alles. Doch, ist weggekippt, sag ich doch. Sag ich doch, Mensch, sag ich doch. Und dann nehmen wir das gleich mit. Da haben wir noch mehr Nieten. Alles Nieten, überall Nieten. Ich träume schon von Nieten. Und wache Schweiß gebadet auf. Jetzt. So, dich noch und dann hauen wir noch die Nieten hier raus. Dann haue ich mal auch ein bisschen drauf da unten irgendwo. Und stehen. Ist egal, wo du hier hingehst, es gibt immer wieder eine ganze Batterie voller neuer Nieten. Irgendwie. Denkst du, jetzt hast du mal alle erwischt. Nein, da kommen noch 100. Die wollen mich fertig machen. Weiß das. Komme ich da ran? Nein, leider nicht. Wo bin ich ein bisschen? Zu weit weg. Ach nee, das ist doch schon wieder das Schiffsteil hier, ne? Ja, ja, ja. Machen wir gleich noch weg. Ah, wir machen die trotzdem weg, schnell. Wenn wir einmal hier sind, dann hauen wir die kurz weg und dann brauchen wir sie später nicht weghauen. Ja. Bum, 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 bum. Das ist ein mieses, großes Schiffchen. Haben wir denn hier hinten eigentlich noch? Hier haben wir noch so ein Ding. Ist da was? Ruhig damit. Was soll der Löpp? Einfach durch. Und einen Schluck Wasser dazu trinken.
So. Entspannung pur, Leute, sag ich euch. So. Okay. Eindeutig noch zu tun hier. Ach. Komm, nimm die auch noch mit hier. Ist doch gut. Ist doch okay. Da gehen wir gleich nochmal von draußen gucken. War das nicht schon durchge... Hä? Es hört nicht auf. Die Dinger verfolgen mich im Schlaf und im echten Leben und im Spiel. Oh. Irgendwann steht nur noch das Innenleben vom Schiff da und alles rundherum ist ab. Hab ich so das Gefühl. Na, komm. Da schon wieder. Ich gehe gleich gucken, Leute. Ich gehe gleich gucken. So, hier haben wir soweit auch alles. Oben müsste ja denn auch alles sein, oder? Ja, ja, das ist ja schon weggeknickt. Geh mal gucken. Ich guck mal, ob einer guckt. Irgendwas war abgeflogen. Und was mit dem hier? Ja. Ja. Sehr gut. Und dich auch noch. Huch, jetzt wäre fast mein Mikro umgekippt. Ohohoho. Und zack. Und zieh. Ja, haben wir nicht. Ich glaube, da hinten, das haben wir noch nicht, oder? Haben wir mal? Doch, haben wir auch schon. Sehr gut. So, aber jetzt haben wir wirklich nicht mehr. Aber sieht doch nett aus. Das ist doch ein Screenshot wert. So. Crony. Richtig. Hast du gut gemacht. So. Ich hätte gern trotzdem... Obwohl, das müsste doch eigentlich auch kommen, oder? So, wir gehen nochmal einen Kontrollgang machen. Wirklich alle Nietchen haben. Hier unten hat man wirklich alle, ne? So, da kommen wir ja nicht ran. Okay, da muss ich in die Zwischenetage. Eine Etage höher. Hüp, 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 hüp. Am besten. Ja. Das sieht doch gut aus. Wunderprächtig. Okay. Es gab 800. Warte mal, da kann ich das doch gleich von hier weitermachen, oder? Der ist doch fertig, der Bruder. Oh, das können wir auch schon holen hier, siehst du? Sehr cool. Aber wir müssen weiter boxen. Das ist alles soweit durch. So. Ich werde hier nur auf Nummer sicher gehen. Ne? Also einfach alles rauskloppen, bevor hier noch irgendwas hängt. Ui, Mensch, du blödes. Verrücktes Spiel. So, bis dahin reicht erstmal. So, dann haben wir hier alles. Gehen wir hier drüben gleich nochmal gucken. Da können wir auch gleich noch den Mist hier abholen.
Lagna Park Megahigne. Genau, richtig. Das ist auch immer das, was ich sage. Wisst ihr, das ist überhaupt mein Leitmotto. Leider nicht. Da komme ich leider nicht dran. Haben wir hier noch irgendwas? Glaube nicht, ne? Komme ich da, komme ich ran. Okay. Und soweit alles. So, wie schaut's denn aus bei dir hier, Kollege? Oh, das ist aber gefährlich, was du machst hier, wenn das Ding jetzt runterkommt, doch. Dann aber. So, ich hau hier einfach mal irgendwo dran. Und hoffe, es geht alles gut. Okay. Du hast also nicht viel damit zu tun gehabt. Welche Romantik. Ja, aber den ganzen Käse musst du wirklich. Ob du willst oder nicht. Musst dir echt alles durchsägen. Achso, ich trage zu viel. Entschuldigung. Also, dann hauen wir doch nochmal hier dagegen. Okay. Da hat er, richtig. So Leute, wenn ihr Lust und Laune habt, hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Und dieses, und von dieses komische Spiel, diese. Ach Leute, es ist schon spät. Es ist jetzt gerade 1.18 Uhr. Wir haben heute viel Ark aufgenommen. Und ja, das beschäftigt uns gerade mächtig gewaltig. Hey. Genau, bis zum nächsten Mal. Halt 90 Kilo, da wird einer böse, wenn ich das mache. Was ist denn hier los? Das hing da noch dran. Okay, tschüss.